Hey Leute, ich zeige euch mal kurz, wie man ein bisschen Klimadesinfektionskram macht. Von meinem Auto bin ich schon dabei. Das ist jetzt der letzte Schritt. Man sieht, wenn man es macht, so aus. Aber wir haben nicht nur einen BMW, wir haben zwei. Hey Leute, was geht ab? Ich zeige euch noch mal kurz, wie ihr die Klimadesinfektion vor- und nachbereitet und was dann noch für Aufgaben auf euch zukommen, wenn ihr das Ganze machen wollt. Es ist tatsächlich so, dass ihr ein wenig vorbereiten müsst. Und zwar ist am besten so, ihr macht den Wagen an. Also meiner läuft jetzt schon ganz normal. Und dann müsst ihr ein, zwei Einstellungen bei der Klimaanlage machen. Ist aber total einfach. Also, Punkt 1, Temperatur auf maximal zu hoch setzen. Punkt 2, darauf achten, dass das alles in den Fußbereich geht. Punkt 3, Umluft an. Bei BMW auch darauf achten, also kurz scharf stellen, dass die rechte Kreise leuchtet und nicht der linke, wo die Automatik ist. Wichtig ist, dass die Eisblume hier, die Klimablume auch aus ist. Und dann das Ganze auf volle Pulle stellen. Und das Ganze müsst ihr dann 30 Minuten lang laufen lassen. Das hat den Effekt, dass ihr damit den Klimaverdampfer austrocknet und sich die Feuchtigkeit da, wie soll ich mal schön sagen, so sich da entfernt am besten. Habt ihr das ganze Prozedere gemacht, könnt ihr Wagen ausmachen, den Umbau, wie ich es in der Anleitung gezeigt habe, ausführen, also unten hier alles auseinanderbauen und dann mit dem Schaum und der Düse und dem langen Schlauch in die Öffnung reinfahren. Und dann einfach wirklich das Ding vollhauen. Also ich habe jetzt mein Auto damit gemacht und es ist locker nur ein Viertel weg davon. Also das ist sehr ergiebig und so mit der Dose könnt ihr mehrfach oder mehrere Klimaanlagen machen. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, erstmal 20 Minuten einwirken lassen das Ganze. Wenn das eingewirkt ist, macht ihr im Prinzip das gleiche wie vorher. Und zwar, ich zeige es nochmal, wenn ihr die Klima irgendwie habt. Wahrscheinlich habt ihr es einfach dann so stehen gelassen. Auf Fußbelüftung, Umlauffunktion, maximale Temperatur, achten, dass die Blume auf ist und dann gib ihm. Und das müsst ihr dann nochmal so eine halbe Stunde laufen lassen. Ich habe es ein bisschen länger gemacht, also um den Dreh eine halbe Stunde, 20, 30 Minuten auf jeden Fall nochmal Motor an und das ganze Klimaanlage laufen lassen. Wichtig ist dabei auch, das ist ein Fehler, den habe ich gemacht. Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert, weil ich das mal wissen wollte. Und zwar habe ich mal gedacht, ja, reinige ich mal die ganzen Luftströme auch gleich mit. Und dann habe ich hier die hier auch angemacht und laufen lassen. Hat auf jeden Fall Nachteile gehabt, das Ganze. Also ich würde es nicht empfehlen und ich würde es auch nicht nochmal so machen. Und zwar habe ich dann hier eine Windschutzscheibe. Die nächsten ein, zwei Wochen, ist schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe, ein, zwei Wochen lang hatte ich hier so einen Schleierfilm. Ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Eigentlich müsste die gerade ganz gut geputzt sein. Von innen jedenfalls. Und da hatte ich mal so einen Schleier drin, der war echt nervig. Und vor allem, wenn man abends gefahren ist, hat das Fahren ein bisschen erschwert, weil die Sicht echt gut eingeschränkt wurde dadurch. Und ja, auf jeden Fall achtet drauf, dass es hier alles... Warte, sehe ich wieder nichts. Dass es hier alles auf Fuß gestellt ist. Genau, dass es auf den Fuß gestellt ist und ja, da habt ihr auch keine Probleme damit. Ansonsten muss ich sagen, das Produkt riecht echt gut, also das ist ein angenehmer Geruch, stinkt nicht, ich fand es wirklich ganz geil. Ausreichend Zeug ist dabei, also man kann locker damit drei, viermal, sag ich mal, den Klimaverdampfer reinigen. Und ja, wenn das alles fertig ist und ihr dann nochmal nachgetrocknet habt, könnt ihr wieder alles zusammenbauen. Und dann war es das auch mit dem Prozedere. Ich kann es jedem empfehlen, der da ein bisschen eine stinkende Klimaanlage hat. Meistens bemerkbar durch, man macht die Eisblume an. Und wenn man sie dann wieder ausmacht und das nächste Mal wieder ins Auto einsteigt, obwohl egal ob sie jetzt an oder aus ist, fängt die Klima an zu muffen. Und ja, das habe ich dadurch in den Griff bekommen. Es ist komplett weg. Also von mir klare Kaufempfehlung, weil meine Klima hat gemüffelt. War nicht so ganz so geil. Ansonsten bin ich ein bisschen aus dem Wind gerade und durch den Wind. Ich fliege nächsten, was haben wir heute? Übermorgen in Urlaub, Miami kommt, also ich bin fleißig am Packen und fleißig am Machen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns bald und bleibt am Start. Nein, ja, Urlaubsstimmung ist am Start, ich freue mich derbe, viel Vorbereitungszeit gerade. Und das war es soweit von meiner Seite. Viel Spaß zum Klimadesinfizieren. Ist echt einfache Sache und es lohnt sich. Also haut rein, Jungs. Peace. So,
wie man das genau macht, erzähle ich euch gleich. Aber im Endeffekt kommt jetzt hier die kleine Anleitung. Hier ist der Torque 15er. Hier gibt es einmal zwei Schrauben. Die hier und die hier. Hier den einmal den Stecker rausziehen und dann auch den Sensor komplett. Ich mach das immer. One-Hand-Show. Mama, do you wanna roll with me? Do you wanna roll with me?